Hallo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Random Life und heute werden wir in einen verlassenen und nur für uns geöffneten Bunker einsteigen. Einsteigen ist nicht das richtige Wort, denn wir haben Schlüssel dafür. Und aufgrund meiner Kontakte und da an dieser Stelle vielen, vielen Dank an den edlen Spender, kommen wir immer mal wieder an wirklich tolle Gelegenheiten und können uns Bunker angucken, wo man normalerweise nicht reinkommt. Und wir sind mitten im Ruhrgebiet, das kann ich verraten, in welcher Stadt genau, das leider nicht. Aber das Ding, ich habe es auf diversen Videos und Fotos schon gesehen, ein unfassbares Ding. Die Bänke sind noch vorhanden, wo man damals Schutz gesucht hat. Und auch viele ganz viele andere Relikte aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs bzw. aus der Nachkriegsnutzung. Und was genau, das zeige ich euch jetzt in diesem kurzen Intro. Für wen haben wir denn da Schönes? Holala, junge Frau. So, was haben wir hier? Birkenwasser. Eine alte Brille. Guckt euch das mal an. Hier liegen tausende von Spritzen rum. Das ist natürlich richtig eklig. Aber hier ist noch eine Patrone. Leute, ich habe hier einfach mal zwei Patronen gefunden. So, und jetzt haben wir, glaube ich, den krassesten Raum ever gefunden. Wir haben den krassesten Raum ever gefunden. Also mein Kontaktmann ist gerade gekommen. Also ich war hier gerade mit dem Hund draußen. Man kann hier nicht quasi als Normalperson hier sich bewegen. So krasse Leute, macht keinen Spaß, definitiv gar keinen Spaß, sich hier irgendwie aufzuhalten. Deswegen freue ich mich, dass wir gleich ins Bauwerk reingehen. So, meine Lieben, also wir sind jetzt drinnen im Bauwerk. Eine ganz normale Tür hier. Und draußen lebt quasi oder tobt der Bär. Und wir sehen hier schon die ersten Anbauteile. Richtig interessant. Ich zeige euch das mal ein bisschen genauer. Was haben wir hier hinter? Ein Schild, ein altes. Hauptschalter. Nice. Ich glaube, das hat hier keiner sich angeguckt bis jetzt. Zeige ich ihm gleich mal. Ja, und jetzt gehen wir mal ins Bauwerk rein. Wir sind jetzt insgesamt zu viert. Ich passe mal darauf auf, dass ich keine Gesichter zeige. Und hier sehen wir schon Wasser auf dem Boden. Zwar aufpassen, dass wir nicht reinfallen. So, und was finden wir hier? Schuhe, obligatorische Schuhe. Und hier sehen wir die ersten Bunkertüren bzw. die Zargen, die Befestigung der Lampen und hier ein Gitter für die Belüftung. Wow, das ist natürlich mega interessant. Das Typenschild ist noch dran für die Belüftung. Hi Leute, also ich bin gerade eine Runde durch den Bunker geguckt, damit ich mir mal einen groben Überblick machen konnte. Und ich bin absolut begeistert. Also ich liebe ja Bunker, wo man noch die Geschichte erkennen kann, mit vielen, vielen alten Sachen drin. Ich habe Patronen gefunden, ich habe Kochgeschirr gefunden, ich habe alte Schuhe gefunden, ich habe Konservendosen gefunden, ich habe Fläschchen gefunden, ich habe alles gefunden, ob es aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs war oder vielleicht auch aus der Nachkriegszeit, wo die Leute dann hier quasi, weil sie keine Wohnung hatten, Schutz gesucht haben. Das weiß ich natürlich nicht, aber in Summe ist es halt mega interessant. Und das ist genau das, warum ich das Hobby so liebe. Also ich zeige euch jetzt mal ein bisschen was. Hier ist quasi einmal der Ausgang. Für uns ist das der Eingang. Ich gucke mal nach, ob hier Leuchtschrift habt. Wir haben hier sogar Leuchtschrift. Man kann es hier, glaube ich, ganz gut erkennen. Da leuchtet es noch ein bisschen, damit man auch immer bei Dunkelheit wusste, wo hier der Ausgang ist. Ruhe halten. Und das kann ich leider nicht mehr lesen. Das ist hier die Öffnung für die Belüftung. Und hier oben können wir die Ventile sehen für das Wasser, für die Heizung. Die komplette Verkabelung ist noch da. Ihr seht das. Stromkabel noch alle. Komplett hier. Hier oben können wir die Kanäle für die Belüftung sehen. Und ich würde euch jetzt mal mit auf eine Reise in die jeweiligen Räume nehmen. Dafür schalte ich einmal das GoPro-Licht ein. Da habe ich gemerkt, das macht auf jeden Fall ein perfektes Licht. Richte das noch mal ganz kurz aus. Und so sollten wir
ein ziemlich gutes Bild dann auf die Sachen auch haben. Also, habe ich noch nie gesehen in diesem Zustand, in dieser Menge, dass wir hier Bänke haben, die noch komplett vorhanden sind. Darunter eine Heizung, ihr könnt das hier erkennen. Und auch die komplette Verrohrung. Man hat auch sich ein bisschen Mühe gegeben, die Wände rosa gestrichen, sogar abgesetzt mit einer grünen Farbe. Türen sind natürlich noch drin, kann man auch noch bewegen. Ich mache das jetzt nicht zu sehr, sonst fällt die nachher noch auseinander. So, das ist der Blick in den Gang. Müssen aufpassen, nach vorne ist jemand, den wollen wir natürlich nicht filmen. Hier sehen wir die Bank, wie sie runtergeklappt aussieht. Und dann einmal der Blick in diesen Raum. Auch hier Wandbemalung und auch hier oben abgesetzt. Der Lichtschalter ist noch da. Wenn hier Strom drauf wäre, würde es sicherlich auch noch funktionieren. Eine alte Socke. Ja, sogar ein ganzes Paar. Krass. Hier haben wir die Toiletten. Heizungskörper. Toilette. Standard-Schnüllstück, würde Werner sagen. Und selbst das hier noch. Das ist doch krass, oder? Das ist doch wirklich heftig. Auch hier Überdruckventile, genau, Überdruckventile heißen sie. So, da bin ich wieder zurück, Leute. Ich wurde gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ich unbedingt hier in diesen Raum einmal reinschauen muss. Und ja, schaut euch mal an, was ihr hier entdeckt habt. Ein altes Comic. Ich dachte erst, das wäre Asterix und Obelix, ist es aber nicht. Das ist irgendwas anderes. Irgendwie ist was mit Sahara oder so. Aber ein Datum kann man leider nicht erkennen. Französisches Fernsehen. Auf jeden Fall krass. Ja, das lassen wir auch hier. Genauso wie wir es hier vorgefunden haben, damit die Zeitung nicht weiter kaputt geht. Und hier haben wir vielleicht ein Munitionskästchen, das mal ein Munitionskästchen war und das danach vielleicht anders entsprechend auch genutzt wurde. Okay, gehen wir weiter. So, hier haben wir einen blauen Raum. Gerade hatten wir ja rosa. Auch verschiedene Farben oder es ist nur abgeplatzt darunter. Also es wurde auf jeden Fall mal überstrichen. Hier können wir ein dunkles Blau erkennen und hier ein sehr helles Babyblau. Auch natürlich wieder abgesetzt. Man hat sich hier viel Mühe gegeben und hier ein Draht wurde gespannt. Auch hier wieder die Bänke. Wie gesagt, habe ich noch nie gesehen. Für mich absolut einzigartig. Kann man hochklappen? Ja, aber muss man viel Kraft aufwenden. Okay, das machen wir gleich mal. Also man kann sie auch hochklappen. Wir haben hier sogar die Rückenlehne. Und gehen hier weiter in den Raum. Hier haben wir die Möglichkeit, sich zu waschen. Und die Fliege versucht gerade da zu entkommen. So, hier haben wir grüne Wandfarbe. Und hier ist sogar noch die Garderobe vorhanden. Heftig, Leute. Also auch hier wieder, ich hatte es ja gerade schon gezeigt, Ruhe bewahren. Ich habe gerade mal mit den beiden gesprochen, also für die ist es fein, wenn ich sie mit auf das Videomaterial nehme. Von daher werdet ihr den edlen Spender gleich sehen, unter Umständen, wenn es denn passt. Ausgang muss frei bleiben, steht hier. Leider nicht mehr ganz so gut zu erkennen. Und Ausgang steht hier oben. Und ich zeige euch mal, da vorne, wie weit das noch geht. Wir haben jetzt wirklich nur einen Korridor gesehen, nämlich diesen hier. Und es gibt noch zwei von diesen Korridoren. Oder es gibt sogar drei von diesen Korridoren. Das bedeutet, wir zählen mal ganz kurz nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 21, 28, 56 Räume müsste es, glaube ich, geben. 56 Räume, Leute. Das ist ein Riesenbunker. Ups, jetzt habe ich das nicht ausgemacht. Und hier haben wir einen weiteren Ausgang. Mal schauen, wo wir hierher kommen. Hier oben haben wir die Belüftung. Oh, das sieht schon nett aus. Aber wir gucken uns erstmal den Ausgang an. Der ist zugemauert, Leute. Also hier ist definitiv kein Rein- und Rauskommen. Der Eingang ist zu. Keine Chance. Also man hat im Inneren des Bunkers keine massiven Bunkertüren genommen, sondern nur Druckschutztüren, die auch wirklich nur entsprechend Druckschutztüren waren.
So, ich glaube, hier brauchen wir ein bisschen mehr Licht. Ich mache mal die Marauder noch zusätzlich an mit indirektem Licht. Und hier sehen wir die Ventile. Hier sehen wir einen Motor für die Wasserbewegung. Und hier können wir sogar noch die Thermometer sehen, Leute. Seht ihr das? Unvorstellbar. Wir sehen hier noch Thermometer. Die EML-Geschilde sind leider teilweise zerstört. Und hier, ich glaube, für den Überdruck zum Beispiel, da müssen wir Ferenc mal fragen, der kennt sich damit auf jeden Fall aus. Und hier weitere Ventile, Drucklauf, Druckerhitzer. Und hier sehen wir die alten Öfen, die für die Befeuerung der Heizungsanlage notwendig waren. Auch das ist, das habe ich noch nie gesehen. Auch das hier in dem Zustand, Leute, unvorstellbar. Oh, jetzt habe ich mich selber geleuchtet. Unvorstellbar. Mega. Auch hier, der Zustand ist doch wohl abnormal. Also jeder, der sich dafür interessiert, der wird wahrscheinlich jetzt ähnliche Gefühle haben wie ich. So, da kommen wir jetzt her. Da waren wir schon. Und da gehen wir jetzt hin. Und wie ihr seht, hier sind die Bänke hochgeklappt. Und die schießen perfekt hier mit der Rückenlehne ab. Der Zustand ist mega. Und wir gehen weiter in das Bauwerk rein. Wir überlassen diesen Korridor jetzt den Kollegen. Der macht gerade Fotos. Und wir haben ja genug zu sehen. Hier finden wir einen Korb für Dreck, für die Kanalisation. Und hier finden wir einen weiteren Raum. Hier sind die Lüfter. Auch die Typenschilde sind noch vorhanden. Schaut euch das an. Abnormal. Elektromotoren, also das habe ich auch noch nicht gesehen. Ob das aus der Nachkriegszeit war, stammt, das kann ich leider so nicht mehr genau sagen. Das wäre schön, wenn ihr das mal in die Kommentare schreibt. Rote Lampen, krass. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist alles unique, alles noch nicht gesehen. Alles für mich komplett neu. Das kenne ich schon, das sind diese Lüfterräume, glaube ich. Eine Milchkanne oder eine Wasserkanne oder eine Ölkanne. Auch sehr geil. Oh, Entleerungshahn, Lüfterkühler von der anderen Seite. Ob da noch Schriften sind, die wir bis jetzt noch nicht gekannt haben. Da ist ein altes Seil, noch ein altes Seil. Der Motor. Nee. Aber hier, Natriumcarbonat. Leute, Natriumcarbonat. Hammer. Das sind mal Relikte, oder? Unfassbar. So, also, ich glaube, es ist nochmal Zeit, sich ganz persönlich zu melden. Das, was ich hier gefunden habe, ich weiß nicht genau, was es ist. Es sieht aus wie ein Trafo und eine Fliege. Aber wofür war dieser Trafo? Das würde mich mal wirklich interessieren. Vielleicht war es so eine Klingel oder ein Übertrager. Hier konnte man auf jeden Fall etwas ein- und ausschalten. Konnte mal. Ist nicht mehr vorhanden. Ja, also wenn ihr das wisst, Leute, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich echt interessieren, was das ist oder was das war. Und jetzt gucken wir mal hier. Das war wahrscheinlich die Zuführung für die Kohle. Kann man hier alles liegen? Always wear gloves. Ah, eine eklige Spritze. Alter, Leute. Projektil. Eine Patrone. Guckt euch das mal an. Hier liegen tausende von Spritzen rum. Das ist natürlich richtig eklig. Aber hier ist noch eine Patrone. Leute, ich habe hier einfach mal zwei Patronen gefunden. Wo können wir die jetzt hinlegen? Erstmal waschen wir die. So, dann gehen wir mal raus zusammen. So, das ist natürlich richtig räudig mit den Spritzen, aber die lagen jetzt weit genug weg. So, wo ist eine Bank, wenn man eine sucht? Da ist eine Bank. Leute, schaut mal. Ich habe zwei Patronen gefunden. Das ist ja richtig krass. So, ich habe jetzt mal ein paar Räume übersprungen, weil da war wirklich nichts drin. Aber hier kommen die ersten Räume wieder, die interessant sind. Schuhsohle, eine alte Flasche. So, und das ist etwas ganz Besonderes, Leute.
Also es gab hier Menschen, die vor uns hier waren und haben den Bunker schon durchsucht und die wichtigsten Relikte hier auf diese Bank gelegt. Hier zum Beispiel ein altes Portemonnaie, eine alte Flasche, Nivea-Creme, Emaille für die Seife, aber auch ganz viele verschiedene Fläschchen. Und das natürlich ganz besonders hier, Porzellan mit altem Besteck. Und das ist hier sicherlich eines der imposantesten Objekte. Ups, ich schaue mal nach. So, eines der imposantesten Objekte. Eine alte Lampe. Muss aufpassen, dass die nicht zerfällt. Noch ein altes Portemonnaie. Cola-Flasche hatten wir gerade schon. Ein Spiegel und eine alte Zeitung. Die Russen. Die Russen kommen. Also, damals wie heute hat man Angst vor den Russen. So, und auch ein ganz altes Besteck, das auch schon komplett marode ist. Also, da kommen wir gerade her. Und in den Gang werden wir jetzt gehen. Bin mal gespannt, was uns da erwartet. Wow. Also, auch hier wieder alles voller Relikte. Mega interessant. Hier fasse ich jetzt mal nicht rein. Nicht, dass hier irgendwo Spritzen versteckt sind. Ein alter Stuhl. Irgendwas aus Plastik. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, das Video kürzer zu machen. Aber hier sind so viele Relikte drin, die ich euch unbedingt zeigen muss. Eine Pfanne, Besteck. Das hier ist einfach alles noch drin. Porzellan. Und wenn man hier ein bisschen suchen würde, ich glaube, man findet hier noch richtig was. So, und der nächste Raum mit Reklame. So, was haben wir hier? Birkenwasser. Eine alte Brille. Alter Schwede, Maggi gab es schon früher. Ein alter Kamm. Ich möchte nicht wissen, was der zu erzählen hat, Leute. So, und jetzt haben wir, glaube ich, den krassesten Raum ever gefunden. Wir haben den krassesten Raum ever gefunden. Ich zeige euch das mal. Wir sehen hier ein Kochgeschirr. Seht ihr das? Ein richtiges Kochgeschirr. Ich mache nochmal die Lampe. So. Es ist abnormal. Es ist wirklich abnormal. Ein Kochgeschirr und eine Feldflasche. Das war auch mega krass, Leute. Der Raum ist mega krass. Ich gebe noch mal ein bisschen extra Licht dazu, dass wir das auch in allen Details sehen. Hier ist die Elektrik angekommen und die Verteilung. Betriebskraft, Kraftzähler. Abnormal. Ein alter Motorradhelm. Ich möchte nicht wissen, was da noch so alles drin ist. Und was haben wir hier? Boah. Alte Lüfteranlagen. Typenschild auch noch, alles dran. Auch hier Heizregister. Abnormal. Also ist vergleichbar mit dem, was wir gerade gesehen haben. Aber trotzdem ist es noch mal anders. Also die restlichen Räume, Leute, erspare ich euch. Weil die wiederholen sich, die sind komplett identisch. Ich werde gleich nochmal durchzählen und dann hier in die Kommentare reinschreiben, wie viele Bunkerräume es hier gibt. Ich hatte ja gerade mal hochgerechnet, ob es dann wirklich so viele sind. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Das ist, denke ich mal, eine einmalige Gelegenheit, diesen Bunker in diesem Zustand zu sehen. Ich bin sehr dankbar nochmal, Ferenc, für die Möglichkeit, dass du uns hier reingebracht hast. Und in diesem Sinne, ich hoffe, wie gesagt, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Abo da. Macht die Glocke rot, damit ihr auch immer informiert werdet, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und in diesem Sinne bedanke ich mich. Euer Random Life ist jetzt raus und alles Gute. Tschüss.